Hallo und willkommen zurück zu Vulvur, dem Projekt mit dem Bau, Baumods und Naturmods. Da haben wir noch Itemmods. Hier haben wir das Endzeugs auch offen. Man sieht die 1.3 oder 1.14 war das End Update, sind noch nicht drin, aber es gibt andere. Also es gibt zum Beispiel Enderze. Und wie der erscheinende Block ist, einfach auf den Twilight Forest. Ja, es gibt auch Endsteel Anvils. Es gibt so viel zu entdecken. Es ist natürlich nicht technisches. Es ist nicht, ja, ganz so viel Rollenspiel. Magie hat es auch nicht gerade so viel. Aber dafür könnten wir die schönsten Bauwerke dann machen. Und ja, sehr viel Rollenspiel. Im Sinne von, ja, wir haben NPCs, die herumlaufen, die uns Quests geben und so weiter. Ein richtiges Rollenspiel haben, wo wir wirklich, ja, wir könnten dann zum Beispiel eine Art Skyrim oder Gothic Projekt machen draus. So, der erste Baum ist gewachsen, der Blue Oak Baum. Der ist, ja, sehr groß. Ich möchte den fällen, damit die wachsen. Die Kirschblüten, japanische Kirschblütenbäume. Also ihr seht, das geht sehr lange schon. Ja, das ist sehr viel Holz. Und die Axt wird ziemlich kaputt gehen. Ja. 30% oder so. Also lassen, also die müssen wir jetzt nicht weiter anpflanzen, oder? Einfach ein bisschen weiter weg. Wir könnten ja einen Setzling einfach hinklatschen. Der Baum wird nicht wachsen, aber er wird einfach da sein, damit wir ihn dann wiederholen können. Und die restlichen Setzlinge machen wir einfach in die Truhe. Sobald wir einfach das Ding haben, ja, die brauchen mal zum Dekorieren oder so. So, ein Weizenkorn mehr haben wir gefunden. Da ist 71 leider noch nicht fertig. Das Weizen. Ja gut. Teakbaum möchte ich gerne haben. Der Zuckerahorn. Ja, Red Spruce könnten wir eigentlich auch gerne mal anpflanzen. Müssen wir leider noch ein bisschen mehr. Können wir den eigentlich hier anpflanzen? Das ist der Zuckerahorn. Also der Teakbaum, den möchte ich gerne hier haben, damit ich ihn dann direkt wieder. Da ist ein Setzling unten. So, und einen machen wir einfach hier hin. Das reicht. Fertig. Die Bäume müssen wir noch nicht erweitern. Nehmen wir einfach mal die Kirschen mit. Und gehen zur Farm. Den Laufweg sparen wir uns. Hier haben wir noch die Büsche gefunden. So. Hat ein bisschen gebraucht zum Laden. Die Büsche waren ungefähr hier hinter dem großen Baum. Das ist auch sehr schön. Müssen wir dann schauen, wie wir die anpflanzen, damit es realistisch wirkt. Also der große Baum, ja, müssen wir dann mal fällen, wenn wir eine Diamantspitzhacke Axt haben. Das zerstört eine direkte. Ja, oder wir einfach genügend Eisen haben für eine Eisenaxt nur für den Baum. Blackberry Bush. Oder Bush. 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 Je nachdem. Eine Sonnenblume. Kriegen wir da eine Sonnenblume raus, wenn die so falsch generiert wurde? Am Meer. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ich habe die Schere nicht mitgenommen. Ja, Sand irgendwie runterfallen lassen. Oh, jetzt ist sie weg. Lol. Mann, ich wollte eine Sonnenblume mitnehmen. Direkt dieses Nachteil. Nein. Okay, schauen wir kurz nochmals hier uns um. Müssen ja nichts mitnehmen. Okay. Haben wir das schon erledigt? Wegen der Nacht, weil sie so schnell kommt. So. Können wir direkt schlafen? Gut, warten noch. Also jetzt momentan ist es noch recht gemütlich, aber auch schon ein bisschen herausfordernd, genau zu wissen, was man gerade machen soll. Machen wir es immer ein bisschen Vorplan mehr. Es ist wie ein Schachspiel. Gegen ein normales Spiel müsst ihr gar nicht so viel denken, aber gegen einen Profi müsst ihr zwei, drei Schritte vor denken, und das muss ich jetzt momentan auch. Also wenn ich jetzt der Vergleich zwischen einfach Vanilla, die neueste Version, noch mir noch ein bisschen unbekannt, und diesem Modpack noch gänzlich unbekannt vergleiche, ist das wirklich ein extremer, schwerer Hardcore-Modus für mich, ohne den Schwierigkeitsgrad überhaupt zu haben. Also Monster sind nicht da viel stärker. Also eigentlich gar nicht stärker. Ja, okay. KI ist noch nicht so gut. Die würde ja noch ein bisschen verbessern, glaube ich. Vanilla. Aber ist einfach, weil wir viel mehr Items haben, ein bisschen mehr zu einem Denkspiel geworden. Das ist eigentlich so ziemlich das, was ich auch brauche. Damit ich auch wieder ein bisschen mich besser konzentrieren kann. Man hat eben so viele Sachen, da geht alles ein bisschen durcheinander. Ja, wir müssen warten. Also ich könnte die Random Tick Rate eigentlich hochstellen, weil es ja auch kein Herausforderungs-Gameplay ist. Also da, wo wir die Herausforderung haben müssen, muss ich das auch nicht unbedingt nicht einhalten. Also ich kann mir ein bisschen etwas verschnellen, damit es für euch als Zuschauer auch ein bisschen spannender bleibt und nicht auch zu Wartezeiten kommt, die ganze Zeit, wo ihr lieber doch auch etwas anders sehen wollt. Ich schaue mir kurz den Ding, weil es ist sehr Ding, ja. Man muss es ganz genau schreiben. Ich habe das bei einem Livestream im Sommer oder ja im Frühling schon damals, 2020, falsch geschrieben, und dadurch funktionierte das gar nicht. Also Tick habe ich, glaube ich, klein geschrieben. 5. Ist es gut? Ist es zu schnell? 5? Nö. Also ich merke gar noch nichts. In der kurzen Zeit sieht man eigentlich noch gar nichts. Naja, wir haben ja Essen, also wir könnten jetzt eigentlich weitermachen. Der Blackberry Bush. Ah, da ist der Baum gerade gewachsen. Wo haben wir die anderen Büsche hingepflanzt? Wir haben doch noch Büsche gefunden. Wir haben doch irgendwo hier Büsche hingetan. Da oben? Nö. Haben wir die nicht hingesetzt? Oder sind die wieder weg? Kann man das irgendwie herausfinden, welche Büsche sind? Das ist alles kein Busch. Wir hatten doch Büsche gehabt. Muss ich jetzt den ersten Part nochmal schauen? Wo haben wir Büsche hingetan? Ich sehe nirgends Büsche. Ist nämlich sehr merkwürdig. Wir nehmen kurz die Schere raus und holen mal kurz da dieses Teil.
Also Efeu im Grundspiel. Mädchenhaar. Softplant Stem. Jetzt habe ich wirklich nicht das, was Ding. Mit der Schere tut man eigentlich immer das, was angezeigt wird, holen. Also zum Beispiel Blätter und nicht irgendwie Sticks. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt habe ich nur eine Phase dafür bekommen. Gerade. Die sind sehr selten. Ah, jetzt ist der Baum endlich da. Also Random Tick Rate ist gut, wenigstens bei 5 zu haben. Sonst hockt man die ganze Zeit nur und wartet. So, Wunderbärchen. Gut. Also noch kurz um den Garten kümmern und dann müssen wir einfach meinen, das geht nicht anders. Wir brauchen wieder Kohle. Ja, die Kohle. Und dann wären wir schon so weit, dass wir anfangen zu bauen. Dann müssen wir einfach gar nichts mehr machen. Wir haben noch nichts sonst in den Ofen zu werfen. Gut. Also der Take-Baum haben wir noch nicht. Kirschholz haben wir, also können wir die, ja, also anfangen zu bauen. Ich habe ja schon ein bisschen gebaut, aber sehr wenig. Klar. Das merkt der Drache auch erst jetzt wieder. So, ja. Das ist gut, direkt Kohle zu haben. Limestone. Also wenn ich jetzt das sagen soll, ja, als Baumaterial würde ich jetzt das nicht direkt schon verwenden. Das müssen wir irgendwie bearbeiten. Zunächst, beziehungsweise auch, ja, irgendwie ja, chiseln geht ja, weil es ja aus Chisel ist. Und so es anders aussehen lassen. Sehr gut. Da haben wir auch noch Kohle, wunderbar. Bin gerade auch wieder ein bisschen mehr am Denken, was jetzt kommen wird, ob wir jetzt jemanden finden, weil wir sonst ja nochmals neue Spitzhacken machen müssen. Aber das Gute ist ja auch kein Zeitdruck. Auf dem Server willst du ja auch immer wieder etwas vorwärts kommen. Du willst den Leuten etwas präsentieren. Und du willst ja auch ein bisschen zeigen, dass du immerhin spielst. Was ich so erreicht habe im neuesten Server, wo ich drauf spiele, der von Schnitzel, Dämonenschnitzel, der ja, motiviert mich gar nicht so sehr, jetzt etwas zu bauen, aber ich will wenigstens ein bisschen weit im Spiel kommen. Aber was habe ich? 20 Diamanten gefarmt und warte immer noch auf den Zaubertisch fertig zu bekommen. Naja. Geht halt langsamer, weil ich nicht so lange Zeit habe, auf dem Server zu sein. Aber gut. Ja, wird hier in diesem Projekt natürlich viel schneller gehen. Wenn wir Kühe haben und vermehren können. So, wie haben wir jetzt das gemacht? Wir müssen einfach mal hier durchgehen, genau. Sieht so schön aus mit den Fackeln, aber sie sind völlig im Weg. Okay, dann gehen wir natürlich hier weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
Typen haben wir ja schon durchgeschaut. Also schauen wir hier durch. Und haben dann einen Block, den wir lassen. So, schauen wir hier durch. Keine Erze. Oh, hier haben wir noch einen mehr gehabt. Jetzt mal kurz auch oben schauen, das sieht so getarnt aus. Also wenn da ein Diamant wäre, dann würden wir ihn ja nicht sehen. So. Aber gut, dass wir das Eisen auch direkt haben. Ja, mittlerweile haben wir auch mehr Eisen gebraucht wegen den Äxten. Also ist gut, dass wir da wirklich auf Vorrat machen können. Der Andesit ist wirklich sehr cool. Wieso kam ich immer, also so kam ich jetzt direkt auf Ander. Der andere Sit. Wollen wir ihn doch. Machen wir einen Riesenburg draus. Schade, dass diese Blöcke immer so häufig sind. Die Magma Lava wird es gar nicht gelesen, wie sie heißen, aber ein Erz, den wir nicht kennen. So. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Kohle zu holen und noch ein bisschen reinzugraben. Ich würde ja auch gerne einen 24-Stunden-Stream machen, aber das ist halt schon sehr anspruchsvoll, dann immer wieder die Verbindung nicht zu haben, Stream neu starten. Und ja, die Leute tun ja die Streams dann auch nicht wieder einschalten, oder? Und das bringt es halt einfach nicht. Solange es nicht geht, solange wir das nicht gelöst haben. Ja, wir brauchen ein stärkeres Modem, das ist es einfach. Können wir eigentlich, also, ich kann leider momentan nichts machen in so einer Situation. Es gibt so viele Leute, die Internetprobleme haben. Viele Streamer haben Internetprobleme. Weil einfach alles zurückgesetzt wurde durch dieses eine Krams, das 2020 und 2021 so viel drum gemacht wird, geredet. Ja, und man darf nicht mal drüber reden im Internet. Also auf YouTube, vor allem auf Twitch. Also ich darf die Namen nicht sagen. Das würde ja ein paar Menschen deprimieren, oder was? Oh, das ist copyrighted. Ja, und hier haben wir auch. Jetzt haben wir dort drüben diese gehabt. Or-Lava-Kristall, also Erz-Lava-Kristalle. Na gut. Ich finde einfach auch keine Diamanten. Geh weg. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir 11 und dann 12 und dann hat man einfach einen Block immer dazwischen. Ist doch besser. Hier müssen wir noch nicht sehr schön. Wir kommen schon nicht weiter. Sollen wir noch eins rüber? Aber hier wird es wahrscheinlich auch noch. Nein, hier ist kein Block mehr im Weg.
Okay, dann setzen wir doch mal kurz hier alles hin, um eine neue Spitzhacke zu bekommen. Aber die Spitzhacke machen wir im nächsten Part. Weil ich möchte eigentlich hier unten auch noch das Eisen schmelzen lassen. Ja, erst 13, aber das haben wir dann schon. Okay, im nächsten Part Spitzhacken machen. Gut. Und jetzt, ja, gibt's. Den Freitagmorgen Part oder Mittag Part. Okay, sehr gut. Dankeschön fürs dabei sein und mich unterstützen. Eben, wenn ihr irgendwie etwas haben wollt, das NPCs betrifft oder Bauwerke und so, schreibt es in die Kommentare. Ich brauche ja eben Namen, ich brauche ein bisschen Eigenschaften von NPCs und so weiter. Und dann haben wir wirklich ein tolles Rollenspiel. Wir können immer wieder mit den NPCs reden. Wir können ihnen zeigen, was sie reden sollen, also hinschreiben, alles erstellen, in Formen geben, Größen, Texturen. Ich kann von jedem Spieler die Textur holen, wenn es geht. Und das ist einfach das Coole. Das müssen wir ausnutzen. Also jeden frei, könnt schreiben, was ihr wollt. Dass ihr das Spiel, ja. Ihr könnt alles verändern in diesem Let's Play sozusagen. Aber eben, jeder, der irgendwie einen NPC einen Namen hat, hat auch die Macht über den NPCs. Also, dass eben anders das den NPC gar nicht umgestalten kann, außer ja, er existiert nicht mehr. Und ja, außer ich, wenn ein NPC im Weg ist, dann muss ich ihn irgendwie versetzen oder umgestalten oder sonst irgendwas machen. Wenn er einfach nicht passt, aber gut, das wisst ihr. Und sonst könnt ihr ihn wiederholen. Gut. Also dann bis zum nächsten Part. Tschüss.